Ich bin Gisela Lanzer, Professorin für Produktionstechnik hier am KIT in Karlsruhe. Die Verleihung des Preises war, glaube ich, wirklich zum Zeitpunkt, wo ich am Scheideweg stand zwischen Industrie und Wissenschaft. Ich habe nämlich gerade meine Shared Professorship bei der Daimler AG angetreten und wollte mir klar machen, ob ich nicht doch besser in der Industrie aufgehoben bin. Und da kam dieser Preis und das war dann schon so eine Situation, okay, also wenn ich den Preis kriege, dann bin ich wohl gut genug für die Wissenschaft. Ich habe wirklich nur sehr lebendige Erinnerungen an die Preisverleihung. Und zwar war ich mit meinem Sohn da, der war gerade 10 Jahre, mein ältester Sohn, mein Kleiner blieb mit meinem Mann zu Hause. Und es gab eine Vorbesprechung im separaten Raum. Und dann haben zwei ältere Herren uns erklärt, wer hier die wichtige Person sei, nämlich die Staatssekretärin. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich gestehen, wusste ich auch selber noch nicht so richtig, was eine Staatssekretärin ist. Und das war nämlich die Frau Gwyneth Thielen, die mir in guter Erinnerung ist und die ich jetzt noch sehr oft treffen durfte. Die Reaktion meines Umfelds auf die Preisverleihung war positiv. Meine Gruppe war begeistert, weil das heißt ja, wir machen die richtigen Themen mit dem richtigen wissenschaftlichen Tiefgang. Und das war schon eine große Auszeichnung. Ich kann mich nicht an Neider damals erinnern, die kamen dann später. Also wenn Sie sich hier in der Halle umschauen, dann sehen Sie natürlich, dass wir sehr kapitalintensiv sind. Also uns fällt immer was ein, was man mit diesem Geld machen kann. Und das ist auch 1:1 sofort in ein Forschungsprojekt und zwar in Software geflossen, weil die Maschine hinter mir, da reicht das Preisgeld nicht. Aber Renommee war unbezahlbar, viel wichtiger als das eigentliche Preisgeld. Wenn Sie mich nach der Bedeutung des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises fragen, dann ist er für mich ganz klar der bedeutendste Preis für Nachwuchswissenschaftler. Er schafft absolute Sichtbarkeit, auch über das eigene Fach hinaus. Ich höre bei den jungen Wissenschaftlern immer wieder dieser Punkt nach der Unsicherheit, es ist nicht planbar, kann ich an der Uni bleiben, kann ich nicht bleiben. Da rufe ich eigentlich und früher schon immer zur Gelassenheit auf, aber als Ingenieur kann man auch gelassen bleiben, weil wir haben natürlich auch immer Alternative und die heißt Industrie. Wenn ich heute noch mal Jungwissenschaftler wäre, ja, das bedeutet ja, ich bin heute Altwissenschaftler. Aber wenn ich heute noch mal starten würde, was würde ich gleich machen, was würde ich anders machen? Ich glaube, weniger Gedanken machen, was in 5 Jahren ist, sondern das machen, was einem Spaß macht, mit Leidenschaft das machen, was einem Spaß macht. Und dann ist man auch gut in dem, was man macht. Ja, wenn ich an die Preisverleihung denke, dann denke ich an die Laudatio. Und ich weiß ja auch, wer die Laudatio vorbereitet hat. Und der hat damals diesen Spruch geprägt, oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht davonfliegt, wenn sie jetzt abhebt. Ich bin nicht davon geflogen und ein bisschen Rückenwind und braucht man, denke ich. Also ich hatte sehr viele Mentoren, von denen ich heute noch profitiere. Hätte es den Preis nicht für mich gegeben, kann man gut vorstellen, dass ich heute in der Industrie wäre.